Als nächster hat sich Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP zu Wort gemeldet. Gut, ich... Na, ich wollte zuerst eine Rednerrunde zu Wort kommen lassen von allen Fraktionen und mich dann melden. Das gehört auch zum guten Ton. Immerhin ist es die Plenardebatte des Bundesrates. Und ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf und auch eine Stellungnahme zu den Themen abgeben darf. Zunächst mal, ich kann vieles von dem, was gesagt worden ist, nachvollziehen. Wir alle sind in einer Situation, das Jahr 2020 in vielen Fällen erleben zu müssen, aber andererseits auch in dieser Situation, in diesem Jahr vielleicht sogar mehr tun zu können zum Wohle der Österreicherinnen und Österreicher als in normalen Jahren. Wenn es gut läuft, ist es relativ leicht. Wenn es schwierig ist, kommt es darauf an. Und deswegen ist es unsere Aufgabe in diesem Jahr, den Österreicherinnen und Österreichern, egal was sie tun, egal ob Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Unternehmerinnen und Unternehmer, so gut es geht, durch diese schwierige Situation zu helfen. Und das eint uns alle hier im Parlament. Wir haben in den verschiedenen Phasen der Pandemie die verschiedensten Maßnahmen gesetzt, um gegenzusteuern. Und natürlich schauen wir uns auch die Kritikpunkte, die kommen, regelmäßig an, entgegen mancher Meinungen. Wir haben im Frühjahr die Herausforderung gehabt, dass es keine Präzedenzfälle gab. Wenn man gefragt hat, wie geht man mit einer weltweiten Pandemie um, hat es niemanden gegeben, den man fragen hat können, der das schon mal erlebt hat, der das bewältigt hat. Es hat keine klassischen Instrumente gegeben, wo es geheißen hat, wenn eine weltweite Pandemie kommt, tu dieses oder tu jenes. Deswegen war die Schwierigkeit sehr groß, möglichst präzise, möglichst schnell das zu tun, was auch das Richtige ist. Ich gebe zu, das hat eine Zeit lang gedauert. Ich kann mich erinnern, bei den ersten Verhandlungen zum Thema Kurzarbeit waren die Sozialpartner und die Regierung sehr schnell der Meinung, gut, dass wir uns geeinigt haben auf ein noch nie dagewesenes Volumen von sage und schreibe 400 Millionen Euro in diesem Jahr. Wir wissen, dass dieses Volumen bei Weitem nicht ausgereicht hat. Das beantragte Volumen war kurzfristig über 10 Milliarden Euro, derzeit über 9 Milliarden Euro, der Auszahlungsbetrag fast 6 Milliarden Euro. Und so können Sie es de facto bei allen anderen Instrumenten auch mit durchgehen. Wir wollten ganz zu Beginn 100% garantierte Kredite für die Wirtschaft zur Verfügung stellen, so wie es auch unsere Schweizer Kollegen gemacht haben. Da hat es dann geheißen, das ist laut europäischem Beihilfenrecht leider Gottes nicht möglich. Wir haben uns dennoch dafür eingesetzt und siehe da, einige Monate nachdem es die Schweizer gemacht haben, haben wir auch das Okay von der Kommission bekommen, auch das zu tun. Wir haben daraufhin auch ersucht, dass das Beihilfenrecht auf europäischer Ebene generell temporär ausgesetzt wird, sowie viele andere Vorschriften, Stabilitäts- und Wachstumspakt und Verschuldungen etc. Leider Gottes ist dem bis dato nur bedingt stattgegeben worden. Sie alle haben die recht heftige Auseinandersetzung auch zwischen mir persönlich und dem Vertreter der Kommission im Herbst miterlebt. Jetzt sieht es so aus, als ob auch Deutschland zu einem ähnlichen Schluss gekommen wäre. Und Finanzminister Scholz und Bundesminister Altmaier von verschiedenen politischen Fraktionen beide ins selbe Horn stoßen und bei der Kommission genau darum ersuchen, was wir Österreicher schon seit einigen Monaten fordern, nämlich die Beihilfen flexibler zu gestalten, weil sie sehen, dass es eben derzeit nicht ausreicht. Sie haben daher völlig recht, wenn Sie sagen, da war nicht alles perfekt von Anfang an. Ich höre Kritik, die gelautet hat, am Anfang zu wenig, zu langsam. Ich höre Kritik, die jetzt lautet, zu viel, zu pauschal. Klar ist, dass es entweder schnell und pauschal geht oder genau und dafür ein wenig langsamer. Ein Dazwischen gibt es in vielen Bereichen kaum. Dennoch versuchen wir bei allen Kritikpunkten, die an uns herangetragen werden, bei den tausenden Rückmeldungen, die wir von Unternehmen und Arbeitnehmern bekommen, herauszufiltern, was davon kann wirklich zu einer Verbesserung beitragen und wo gibt es einfach verständliche, aber dennoch sachlich nicht immer hundertprozentig gerechtfertigte Emotionen, die eben dazu führt, dass auch immer wieder breit darüber diskutiert wird. Wir werden diese Situation noch einige Zeit lang haben. Wir haben zwar das Licht am Ende des Tunnels mit
der Impfung, die in einer Rekordzeit geschaffen worden ist. Aber dennoch sind wir mitten in einer globalen Wirtschaftskrise. Ich darf gerade mit Blick auf die Impfung auch eine Lanze brechen für die globalisierte Zusammenarbeit in der Wissenschaft. Es ist einzigartig in der Geschichte der Menschheit, dass wir innerhalb von einem Jahr über die Wissenschaft ermöglichen, eine Pandemie mit sich zu beenden. Das ist ein Sieg der globalisierten Wissenschaft. Ein deutsches Unternehmen, gegründet von türkischen Migranten, hat gemeinsam mit einem amerikanischen Konzern unter der Leitung eines griechischen CEO innerhalb von einem Jahr eine Impfung gegen eine Krankheit gefunden, die funktioniert. Das gibt uns Hoffnung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dennoch wird uns die Pandemie noch eine Zeit lang begleiten. Wir haben die verschiedensten Einschätzungen der Experten uns durchgesehen und auch in Brüssel spricht man mittlerweile davon, dass eine dritte Welle noch kommen wird und dass diese dritte Welle vielleicht noch heftiger wird als die zweite Welle. Die Frage ist also, wie gehen wir in den nächsten Monaten mit dieser Krankheit um? Und es gibt verschiedene Lösungsansätze, die alle ausprobiert worden sind. Von ja, nicht viel zusperren, wie es in manchen Ländern wie zum Beispiel Schweden oder Großbritannien zu Beginn versucht worden ist, bis hin zu vielen harten Lockdowns. Wir wissen heute, dass weder das eine Modell noch das andere ein Allheilmittel darstellen. Länder wie Schweden beispielsweise gehen jetzt sukzessive dazu über, härtere Maßnahmen, härtere Schließungen zu vollziehen, weil die Zahl der Toten mittlerweile einfach nicht mehr verkraftbar ist. Andere Länder, schauen wir unser südliches Nachbarland Slowenien an, haben seit 6 Wochen einen harten Lockdown und die Infektionszahlen explodieren, weil sich die Menschen im privaten Bereich schlicht und ergreifend nicht mehr daran halten und nicht mitmachen. Es gibt also kein pauschales Lösungsmittel. Ich plädiere dafür, die Errungenschaften, die wir über 250 Jahre Aufklärung erreicht haben, auch zu nutzen, nämlich den wissenschaftlichen Fortschritt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, sehr schnell funktionierende Tests flächendeckend möglich zu machen und dadurch viele Infektionsketten zu unterbrechen. Und ich weiß schon, es ist unangenehm, sich testen zu lassen. Es ist vielleicht auch unangenehm, am Wochenende mal aufzustehen und zu einer Gratis-Teststraße zu gehen. Ich verstehe das alles. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das sollte es uns doch wert sein, wenn wir damit vielleicht einen dritten Lockdown vermeiden können. Es ist sowohl wirtschaftspolitisch als auch gesundheitspolitisch das gelindeste Mittel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben in dieser Pandemie bereits viel Geld auch locker gemacht, um Arbeitsplätze zu retten, um Unternehmen durch diese Krise zu bringen. Wir haben insgesamt fast 29 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt oder bereits ausgegeben. Viele sagen, es ist zu viel. Ich glaube, es ist richtig, möglichst viele Unternehmen und viele Arbeitsplätze durch diese Krise zu retten, weil je mehr Unternehmen und je mehr Arbeitsplätze am Ende dieser Krise noch da sind, desto schneller kommen wir wieder in die Wachstumsphase und desto schneller werden wir es auch schaffen, ohne neue Steuern durch Wachstum den Schuldenberg zu reduzieren. Deswegen zahlt sich diese Politik aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr gerne. Es wird wohl niemanden überraschen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir Dinge, die wir im Regierungsprogramm vereinbart haben, auch umsetzen. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Maßnahmen, die im Regierungsprogramm drinnen stehen, Herr Kollege. Laut Analyse des Internationalen Währungsfonds ist Österreich eines der Länder, das am meisten noch budgetwirksame Maßnahmen in dieser Krise gesetzt hat und damit auch entsprechend viel bewegt hat. Die verschiedensten Gesetzesvorlagen, die wir heute diskutieren, sollen auch dazu beitragen, weiterhin die Probleme in dieser Krise zu lindern. Das geht von einer Ermäßigung der Umsatzsteuer für Gastronomie, Hotellerie und Kultur bis Ende kommenden Jahres, über viele Steuerbegünstigungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bis hin zu einer Verlängerung der Abgabenstundungen in den März des kommenden Jahres. Plus, wir wissen, die Maßnahmen der Bundesregierung haben gewirkt. Deswegen
haben wir im Jahr 2020 um ca. 40% weniger Insolvenzen als in Vergleichszeiträumen. 40% weniger. Durch die verschiedensten Maßnahmen. Durch Stundungen, durch Aussetzungen von Anzeigenpflichten, durch Liquiditätsspritzen, durch Garantien. Hören Sie sich bitte einfach nur die Medien an. Lesen Sie ein bisschen mehr als ausschließlich auf Ihrem Laptop. Dann können Sie vielleicht lesen, was wir alles getan haben und welche Maßnahmen gegriffen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und um diese Stundungen möglichst im Interesse der Unternehmen auch rückzahlbar zu machen, haben wir auch eine neue Art der Rückzahlung beschlossen. Nicht mehr bis zu einem Jahr, sondern bis zu 3 Jahren. Mit einem verringerten Zinssatz von nicht mehr 4,5% über dem Basiszinssatz, sondern 2% über dem Basiszinssatz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, all diese Maßnahmen können sich sehen lassen, um Österreich besser durch die Krise zu bekommen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu retten. Vielen Dank. Die Pandemie werde uns, auch wenn es demnächst auch in der EU eine Impfung geben werde, in Österreich noch eine Weile begleiten, betont der Finanzminister. Er appelliert daran, die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen, auch in Anspruch zu nehmen. Das ist ja jetzt auch noch in mehreren Bundesländern möglich. Außerdem ist für Anfang Jänner eine weitere Massentestreihe geplant.